Ein Ende der NATO-Luftangriffe ist nicht absehbar. Zuvor hatte die libanesische Armee einen Mitglied der Gruppe festgenommen. Die Mittäter eines dieser Massaker müssen sich ab Ende September vor einem Gericht in Stuttgart verantworten. Boom, Leute! Mein Name ist Naim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir wieder mal ein etwas ernsteres Thema. Beim letzten Video hatten wir ein sehr unterhaltsames Thema, was, by the way, richtig geil bei euch angekommen ist. Also an der Stelle nochmal fettes Dankeschön für euer Feedback. Geisteskrank, ich glaube, das Video hat jetzt fast 1 Million Aufrufe schon innerhalb von einer Woche. Das ist komplett gestört. Nichtsdestotrotz, wir haben heute wieder ein etwas ernsteres Thema. Das heißt, heute drehen wir Erkenne den Terroristen V2. Und diesmal werden wir es so machen wie bei Erkenne den Mörder V2, dass wir nicht alle Personen hier stehen haben werden, sondern die Kandidaten werden alle nacheinander reinkommen und wir werden dann schauen, okay, stimmt das nicht, aber wir werden jetzt nicht direkt urteilen und sagen so, ey, du laberst gerade Scheiß zur Seite mit dir, weil es ist halt ein sehr, sehr ernstes Thema und es ist eine echt tragische Geschichte dahinter. Und Freunde, wie ihr wisst, das Ganze werde ich heute nicht alleine machen, sondern ich habe mir wieder mal Special Guests eingeladen, die mir dabei helfen sollen, den echten Terroristen zu finden. Und aus dem Grund würde ich sagen, bitten wir diese Special Guests einmal bitte Tyler, was geht, Bruder? Alles gut? Ja, Mann, bei dir? G-Head, was geht, Bro? Was geht, Bruder? Alles gut? Ist dein Herz, Harry. Setzt euch. Freunde, bevor das Video weitergeht, ich habe was richtig Geiles für euch am Start, denn wir alle in letzter Zeit spielen ein Handy-Game, was extrem süchtig macht. Und aus dem Grund dachte ich mir, ey, ich muss es auf jeden Fall meinen Zuschauern vorstellen, denn das Handy-Game, um welches es sich handelt, ist Matchmasters. Freunde, Matchmasters ist ein Puzzle-Game und ich weiß, für die einen oder anderen hört sich das für euch jetzt langweilig an. Vertraut mir, Matchmasters ist ein extrem geil spannendes Puzzle-Game. Die haben einen super Online-PvP-Modus plus extrem geile farbfrohe Animationen. Also richtig geil, ohne Spaß, das ganze Team spielt das durchgängig. Der Hauptmodi ist der PvP-Modus. Spiel gegen Freunde, Familie oder gegen Leute aus der ganzen Welt. Und sollte euch das Ganze immer noch nicht überzeugt haben, veranstaltet Matchmasters gerade ein Turnier, wo ihr ein fucking iPhone 13 gewinnen könnt. Das Turnier startet genau heute am 6.2. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur euch die App über meinen Link in der Beschreibung runterladen. Und am 16.2. wird dann der Spieler mit dem höchsten Highscore das iPhone 13 gewinnen. Der Gewinner vom iPhone 13 wird dann bei Matchmasters auf dem Instagram-Profil bekannt gegeben. Und Freunde, solltet ihr kein iPhone 13 gewinnen, erhaltet ihr im Game Boni, sowas wie Booster, Coins, die euch auch weiterhelfen. Also richtig geil, das heißt, ihr habt eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Deswegen denkt dran, ladet euch über den ersten Link in der Videobeschreibung die App herunter und ihr habt die Chance, ein fucking iPhone 13 zu gewinnen plus In-Game Boni. Richtig geil. Die App macht Todesspaß. Immer ein geiles Handy-Game. Ihr wisst selbst, Freunde, wenn man unterwegs ist, man will einfach, Bro, du kennst es auch. Einem ist langweilig und man braucht ein geiles Handy-Game und deswegen checkt es auf jeden Fall ab über den ersten Link in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. Ey Jungs, es freut mich, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auch, euch? Dass ihr hier dein Ernst, Bruder. Danke dir auch. Heute Tyler hat das erste Mal am Start. G-Head und B-Line wieder heute da. Ist das vom 4Bro? So 4Bro, ja. Findest du diese neuen Getränke? Ja, krass. Ist auch nicht mit so viel Kohlensäure, ne? Das ist total, Bruder. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben heute eine Special-Folge. Wir drehen heute Erkenne den Terroristen V2. Das ist ein ernstes Thema so, weißt du? Ist ein echter Terrorist. Ist der oder war der? Ich weiß es selbst nicht. Aber wir müssen uns vorstellen, hier kommt gleich ein echter Terrorist rein, weißt du? Deswegen will er nicht, dass wir jetzt so großartig sind. Sonst ist es ja immer so, alles ist sehr humorvoll, weißt du? Wir lachen, sagen, ey, du laberst gerade Scheiße, raus mit dir und sowas, weißt du? Aber jetzt ist es ein ernstes Thema, deswegen, das möchte der nicht, verstehe ich auch. Deswegen machen wir ein Special-Ding. Er kommt rein, erzählt seine Geschichte. Ja, wir erraten dann am Schluss, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Ey, okay. Dann würde ich sagen, schnappen wir auch gar nicht groß rum. Ich bin gespannt. Bitten den ersten Kandidaten einmal bitte rein. Der mutmaßliche Handel mit Organen serbischer Gefangener im Kosovo hat den Weltsicherheitsrat beschäftigt. Einige UCK-Mitglieder berichten, wie serbische Gefangene getötet worden seien, bevor man ihnen die Organe entnommen habe. Spannend. Dann fangen wir an mit deiner Geschichte. Ich bin Nasmir, 23 Jahre alt. Soll ich anfangen? Es hat alles angefangen im Jahr 2009. Da war ich 10 Jahre alt. Ich wurde mit meiner Mutter, meinem ein Jahr älteren Bruder, in den Kosovo abgeschoben. Als wir in Kosovo angekommen sind, war es erstmal ganz normal. Also, was heißt ganz normal? Das war natürlich ein anderes Leben. Ich war auf deutsche Kultur, deutsche Freunde und so weiter eingestellt. Da ist halt die Welt um 360 Grad umgedreht. Also, gerade als 10-Jähriger fällt es einem sehr schwer. Naja. Ich habe da sehr viel gesehen und irgendwann, als ich dann 13 war, ist dann ja, so ein sogenannter Schlepper angekommen, den mein Vater hier aus Deutschland bezahlt hatte, um uns nach Deutschland wieder zurückzubringen. Das Problem dahinter war, es gab nur 2 Plätze, aber wir waren zu dritt. Der Schlepper hatte aber eigentlich meinen Vater versichert, dass wir alle 3 Plätze haben und
wieder zurück herkommen nach Deutschland. Ganz kurz, was ist ein Schlepper? Ein Schlepper ist ein Mann, der dich... von A nach B so. Ja, also der bringt dich, wo du hin möchtest, bringt er dich illegal. Dann kam halt der Punkt, wo wir uns entscheiden müssten zwischen mir und meinem einen älteren Bruder. Das Ding ist, ich dachte immer, ich bin der ältere Bruder. So vom Gefühl her, weil er etwas zerbrechlicher war. Ich war ein bisschen dicker gebaut und so weiter und so fort halt. Und meine Einschätzung war dahinter halt, okay, ich lasse ihn den Vortritt und ich warte halt auf den nächsten Zug so gesehen. Ja, gesagt, getan. Meine Mutter und mein ein Jahr älterer Bruder sind dann hierher nach Deutschland gekommen. Ich bin dann bei meiner Stiefoma noch geblieben im Kosovo. Das war genau zu seinem Kosovo im Norden, Neo Mitrovica. Es ist bekanntlich, dass da sehr viele Radikale auch mit dabei sind. Da ich zu einer Minderheit gehöre, der Roma-Community, gab es auch eine Community da, die auch ja, gegen die anderen gekämpft hat, sage ich mal. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich angesprochen wurde. Als 13-Jähriger hast du eine andere Wahrnehmung. Du möchtest was anderes, definitiv, als das, was ich getan habe. Bro, sorry, meintest du nicht 10? Nee, ich wurde mit 10 abgeschoben, aber ach so, okay, wurde okay, dann okay. Mit 13 drei Jahre Kosovo leben dort. Ach so, du hast da 3 Jahre gelebt? Da war ich schon 3 Jahre da. Wie lange warst du insgesamt in Kosovo? 4 Jahre insgesamt. Auf jeden Fall, mir wurde halt das gegeben, was mir einfach gefehlt hat irgendwie. Das sogenannte Familiendasein, die Liebe, die Zuneigung überhaupt, dass irgendwie wirklich auf dich 100% achtet und der hinter dir steht. Und du für dieselbe Sache mit der Person kämpfst auch. Es war halt nämlich auch so, es gab eine komplette Gruppierung und in der Gruppierung gab es immer wieder Zweiergruppen, die aufeinander aufpassten mussten, wie älterer Bruder, jüngerer Bruder. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich brauche kurz einen Moment. Lass dir Zeit, Bruder. Auf jeden Fall. Alles gut. Wenn es dir schwerfällt zu reden, ne, kannst du dir ruhig Zeit lassen. Also alles cool. Boah, heftig, Alter. Schon schwer. Wir sind gerade erst angefangen, ne? Sehr schwer. Roland, in so einem Alter, dass du dich komplett alleine fühlst. Guck mal, wenn wir uns jetzt in diesem Alter alleine fühlen, wir wollen gegen 10 Bänder rennen, weißt du? Ja. Und das in diesem Alter, wenn du keine Zuneigung bekommst, wenn du keine Liebe bekommst, wenn du das Gefühl hast, du bist so komplett allein, das ist krank. Dass sie ihn jetzt noch verfolgt, ist krass. Es ist halt dann der Zeitpunkt halt gekommen, wo ich dann eine sehr schlimme Sache tun musste. Es gab halt immer wieder so Vorbereitungen und so Training, wie, in welcher Situation du wie du reagieren sollst. Halt, ne? Aber, was war das für ein Training im Detail? Naja, also als 13-Jähriger bist du halt nicht mehr so agil, nicht so schnell. Du musst flink sein. Flink für was? Und abzuhauen auch, wenn es hart auf hart kommt. Wie gesagt, die ganze Vorbereitungen liefen. Vorbereitungen wie Sprengstoff an Grenzübergängen zwischen Kosovo und Serbien. Schmuggeln wie Waffen, Nahrung, was ganz Normales auch über Wälder. Was ich mir jetzt frage, wie siehst du das heute? Hast du immer noch ein feindliches Bild denen gegenüber? Nein, also definitiv nicht. Nein. Natürlich gibt es immer irgendwelche schwarze Schafe irgendwo. Wie kam da der Wandel? Dazu komme ich gleich noch, okay. Wie der Wandel dann kam. Auf jeden Fall wurde mir und meinem sogenannten älteren Bruder dann gesagt, hey, ihr müsst jetzt dahin gehen und das machen. Sein jüngerer Bruder ist fortgegangen, ne? Nein, ich bin der jüngere Bruder. Und mein älterer Bruder ist mit meiner Mutter hierher schon mal gekommen. Ich sagen wollte, wir sollten zu einem Grenzübergang von Nordkosovo, also von Raška und Jarinje, und wir sollten da einen Anschlag an die Polizei zufügen halt. Wir sind dann dahin gefahren. Ich sollte, da ich flinker war, dann dahin gehen und alles erstmal abchecken, ob die Sachen auch noch da sind. Ich war da, ich hab's gesehen. Ich hab ein Gesicht gesehen. Von wem? Von den Polizisten. 3 wurden verletzt und einer hat es nicht überlebt. Mich würde jetzt interessieren, was habt ihr denn gemacht? Naja, wir haben Waffen geschmuggelt, Nahrung, Bomben, Menschenteile, also Körperteile. Für? Es gab auch Verbindungen zur UCK. Das sind sogenannte Freiheitskämpfer im Kosovo. Was hat es jetzt mit den Körperteilen auf sich? Naja, diese Körperteile waren sehr wertvoll. Immer wenn wir die geliefert haben, haben wir auch Geld bekommen. Auf jeden Fall habe ich sein Gesicht gesehen, bin dann zurückgelaufen. Und während ich zurücklaufe, waren immer wieder so KFOR-Stützpunkte. KFOR heißt Kosovo Force. Das sind NATO-Mitglieder, Deutschland, Frankreich, Amerika und so weiter und so fort. Sind dafür zuständig, dass im Kosovo, dass da alles geregelt wird halt. Weil, wie man ja schon weiß, im Jahr 99 gab es ja den Kosovo-Krieg. Und die NATO hat dann auch Serbien bombardiert und Teile Kosovos. Und da gab es dann immer wieder Übergriffe, Kidnapping und so weiter. Und die KFOR war nur dafür da, dass im Kosovo Ruhe herrscht. Also so, dass die Serben und Albaner sich nicht bekämpfen. Als ich dann zurücklief, habe ich dann gesehen, wie ein KFOR-Helikopter gerade landet. Das war eigentlich immer so das Zeichen, dass wir es abbrechen sollten.
letztendlich war mein sogenannter älterer Bruder schon abgehauen, hat mich da alleine wieder zurückgelassen und ich wusste jetzt nicht, was ich tun soll. Naja, ich habe mich auf jeden Fall für das Falsche entschieden. Was war das Falsche? Ich habe die Bombe gezündet. Es war Krawall, alles Mögliche. Ich weiß nur, ich hatte sehr ein Piepen im Ohr. Ich bin dann einfach gelaufen. Ich bin einfach gelaufen. Was hast du alles, sagen wir mal, weggesprengt? Die Grenze. Waren da auch Autos ganz normal? Da waren noch Autos, ja. Da waren noch Autos. Und der Helikopter war in deiner Nähe? Ich habe ihn gesehen, wie er gerade gelandet ist. Wie soll ich das erklären? Die Grenze, wenn sie jetzt hier steht, braucht der Helikopter einen sogenannten bisschen Platz mehr. Und die Grenze ist zwischen Bergen gewesen. Eine Frage. Warum bist du nicht maskiert, Bruder? Dazu komme ich noch. Auf jeden Fall, ich habe mich für das Falsche entschieden und in dem Moment dachte ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen umgebracht. Und nach stundenlangem Gehen auch, bin ich dann irgendwann wieder auch zurück angekommen. Ich habe immer wieder halt gesehen, wie da Rettungswagen und so weiter in der Richtung immer hingefahren sind. Also ich meine, einen kleinen Jungen mitten auf der Straße glaube ich kaum, dass man jemand irgendwie für sowas verdächtigt. Wurdest du trotzdem befragt? Ja, wurde ich. Und wie haben die dich gefunden? Im Wald einfach? Nein. Ein bisschen später auch. Okay. Aber dazu komme ich auch noch. Wie gesagt, ich bin dann irgendwann angekommen und habe dann nur diesen sogenannten älteren Bruder da gesehen und der hatte so eine Verzweiflung im Gesicht. Ich weiß es nicht, wie man sowas erzählen kann irgendwie. Ja, Zeiten vergingen, ich wurde älter, ich habe ein bisschen mehr daraus gelernt. Ich habe versucht, immer wieder da auszusteigen. Sehr schwierig. Hast du zu dem Zeitpunkt dann trotzdem noch was gemacht? Anschläge oder sowas? Nie wieder. Also mit 15 hatte ich dann den Entschluss zu sagen, ich muss hier weg. Selbstverständlich denkt ihr euch irgendwie, da war ja noch eine Mutter. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit meiner Mutter noch überhaupt reden zu können. Sie hat immer wieder versucht, irgendwie mich zu erreichen, aber ich konnte ihr irgendwie nicht in die Augen schauen. Letztendlich dann hat mein Vater dann wieder ein bisschen Geld gemacht hier in Deutschland. Hat dann den Typen, der meine Mutter und meinen älteren Bruder geschickt hat. Nochmal geschickt, um mich dann hierher zu bringen. Ich bin dann in diesen Kombi eingestiegen, sind erstmal losgefahren über die kosovarische, montenegrinische Grenze und da aus dann weiter zur Grenze von Montenegro und Serbien, also die Grenze in Niš. So bin ich dann erstmal nach Serbien angekommen. Ja, von da aus hat er mich, sag ich mal, rausgeschmissen und hat zu mir gesagt, geh deinen Weg. Ich habe eine Frage. Ja. Die müssen doch Angst haben, dass du jetzt wegfliehst, weggehst. Weil du hast Informationen. Du hast wichtige Informationen, oder nicht? Der kann doch nicht einfach so weg. Wie es da überhaupt dazu gekommen ist, dass ich da weggehen konnte, möchte ich besser nicht erzählen. Was ich mich jetzt noch mal frage, ist, könntest du vielleicht mal drauf eingehen, wie dann letztlich wirklich der Wandel kam? Und was jetzt der Grund für dich war, zu sagen, okay, ich mache jetzt bei dem Format mit. Was ist deine Message quasi? Was würdest du den Zuschauern jetzt mitgeben? Die Message dahinter ist, dass gerade die junge Generation, die heutige Generation, sehr stark beeinflussbar ist. Sehr, sehr stark beeinflussbar. Es sind leider immer noch Kinder dabei, die halt nicht so viel im Köpfchen haben und die dann auf einer schiefen Bahn geraten, sei es von Drogen, sei es von Freunden oder was auch immer. Was würdest du jetzt speziell diesen Personen raten, die gefährdet sind, daran? Versuch, in dich zu gehen, Kraft zu bündeln und die Hilfe zu suchen. Also Hilfe suchen, würdest du sagen? Definitiv. Würde ich auch sagen. Ich glaube, das Beste ist immer, sich Hilfe zu suchen. Weil ich hatte nicht die Möglichkeit dazu. Wieso hattest du nicht die Möglichkeit? Wenn du von einer Gruppierung isoliert wirst, und du ständig irgendwie gesagt bekommst, du gehörst zu uns ja, aber das und das muss getan werden. Ansonsten gehörst du halt nicht mehr zu uns und bekommst das nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es überhaupt gar nicht erst dazu kommt, dass du gar nicht erst diesen Gedanken hast, überhaupt dich so krass beeinflussen zu lassen, da reinzukommen. Du hast dich ja überreden lassen mit 13. Beeinflussen lassen, genau. Normalerweise, wenn man jetzt, sagen wir so, ich hoffe, wir alle hatten eine normale Kindheit, wir hätten uns nicht so beeinflussen lassen. Und deswegen ist jetzt meine Frage an dich, was wäre dein Rat an Kinder? Dein Ding war ja, dass du einsam warst. Was würdest du den Kindern raten? Schwierig, in dem Zeitpunkt habe ich es ja selber nicht geschafft. Im Nachhinein kann ich immer nur sagen, versuch die Hilfe zu suchen. Auf irgendeine Art und Weise, egal wie. Wir sind Gott sei Dank in einem Land, wo es Menschen gibt, die dir auch helfen, wo du denen nicht egal bist. Was hältst du für Anlaufstellen? Anlaufstellen sind gerade auch für Mädchen. Also hier in Hannover gibt es zum Beispiel eine, die nennt sich Eva. Die ist auch immer wieder vertreten und gibt es auch Nummern überall. Auch für Jungs halt, ne, geht das selbstverständlich auch. Hier in Deutschland sind halt mehr Mädchen betroffen als Jungs. Beziehungsweise kann man das eigentlich auch nicht wirklich so sagen, weil die Jungs das eher weniger zugeben wollen. Denken, okay, es geht irgendwie an meiner Männlichkeit oder so. Oder wenn ich weine oder sowas, das ist nicht männlich. Völliger Quatsch. Ja, Mann. Bruder, ich will dich auch ungern unterbrechen, aber wir haben noch andere Geschichten. Deswegen aber danke dir auf jeden Fall für die Geschichte und danke auch für die positive Message. Nur kurz auf deine Frage, warum ich hier nicht vermummt bin.
Ich wurde verurteilt. In Deutschland? Nicht in Deutschland, in Ungarn. Stimmt, die Frage wollte ich auch noch stellen. Du hast so eine Strafe bekommen, irgendwas? Ja, habe ich. In Ungarn? In Ungarn, ja. Okay. Ich habe es bis nach Ungarn geschafft, bin illegal eingereist. Da wurde ich verurteilt von einem deutschen Gericht, also bei der deutschen Botschaft. Zu? Drei Jahre Bewährung und 2 Monate Haft. Als 14-Jähriger. Drei Jahre Bewährung und 2 Monate Haft? Drei Jahre Bewährung und 2 Monate Haft. Aus dem Grund, weil die haben herausgefunden, dass ich zu dieser Gruppierung mit dazugehöre, weil nach einer Zeit hat der serbische Staat im Kosovo... Und wussten die auch, dass du einen Anschlag gemacht hast? Im Nachhinein haben sie es herausgefunden. Und deswegen hast du dann nur 3 Jahre auf Bewährung bekommen und 2 Monate Haft? Aus einem Grund, weil ich minderjährig war. Ja, okay, ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist. Guck mal, das Ding ist, die deutsche Botschaft, er wurde doch abgeschoben, oder? Was hat die deutsche Botschaft noch mit denen zu tun? Warum soll die für ihn urteilen? Weißt du, was ich meine? Ja. Was sagst du dazu? Ich kann dir das erklären. Es ist nämlich so, sobald du als Minderjähriger in ein europäisches Land reinkommst, ist das Land dazu verpflichtet, dich aufzunehmen. Aber er hat jetzt gefragt wegen der deutschen Botschaft. Was hat die damit zu tun? Das hat damit was zu tun, dass ich Familie hier in Deutschland habe. Eltern haften für ihre Kinder. Und das ist halt der Punkt gewesen, weil meine Eltern nie in Deutschland gelebt haben. Alles klar. Dann danke dir auf jeden Fall, ne? Okay, ey Jungs, was sagt ihr? Erster Eindruck? Also ich sag euch ehrlich, anhand dem, wie er gesprochen hat, kam es mir sehr unrealistisch, weil mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn wir eine Frage gestellt haben, das machen Lügner sehr oft, stellen sie erstmal eine Gegenfrage. Ja. Das hat er fast jedes Mal gemacht, das habe ich so ein bisschen beobachtet. Erstmal so dieses, du stellst eine Frage, was war da und dazu da? Dazu komme ich noch. So, weißt du? Dazu komme ich noch. Er hat sich auch widersprochen. Dazu komme ich noch, ja. Er hat sich ein bisschen 2, 3 Mal so bei großen Themen. Und was ich ein bisschen komisch fand, wegen der Message an sich, wenn du so eine krasse Geschichte hattest und du kommst jetzt hier und sagst, ey, ich will aufklären und so, und dann wusste er nicht mal direkt, ich sag so, ja, was würdest du den Kindern raten? Er sagt so, ja, Hilfe suchen, sich selbst finden. So, ja, weißt du, es war nicht so dieses, wenn ich mich damit jetzt richtig krass auseinandergesetzt hätte und ich hätte sowas erlebt mit 13, ich hätte das voll aufgearbeitet. Ja, gesagt, ja, das wäre voll die Krankheit. Ihr müsst das machen, damit ihr da nicht erst reinrutscht. Ihr habt Anlaufstellen hier, da. Und das alles ist nicht gekommen. Ich will ihn nicht verurteilen. Er hat die Frage nicht erwartet. Genau. Die Story war perfekt. Er hat die Frage auch immer zur Seite geschoben. Ich beantworte die später. Das war für mich ein bisschen auswendig gelernt. Ja. Auswendig gelernt, ein paar Mal. Und als er nicht antworten konnte, hat er einfach gesagt, das will ich nicht sagen, das will ich nicht beantworten. Billa, was sagst du? Erster Eindruck? So, der hat geweint. Das fand ich krass. Jetzt kein, guck mal, das Ding ist, ich will nicht verurteilen. So allein, dass er jetzt so emotional über diese ganze Sache gesprochen hat, weiß ich jetzt nicht, Bruder. Wenn das nicht stimmen sollte, ist... Ich fand es auch sehr krass, dass er einfach, oder der hat einfach geweint, ne? In dem Moment hatte ich auch kurz Gänsehaut. Weißt du, ab wann der so ein Wackelkandidat für mich geworden ist? Wo der angefangen hat, über die Namen zu sprechen von den Organisationen und so, weißt du, was ich meine? Falls irgendwas wirklich stimmen sollte, Bruder. So was kann der doch nicht nennen. Der kann nie wieder in sein Land gehen. Hat die Story, hat er gut vorbereitet, aber der hat diese Fragen von uns nicht erwartet. Oder diese großen Fragen. Ja. Und dann war das am Hängen ein bisschen bei denen. Okay, da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, sondern bitten einmal den nächsten Kandidaten. Den nächsten. Rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie sind türkische Rechtsextreme und die Grauen Wölfe sind auch in Deutschland. Sie werben für ihre Sache mit dem Wolfsfuß und bedrohen damit auch ihre Gegner. Okay, dann fangen wir an mit deiner Geschichte. Mein Name ist Armin, 24 Jahre alt und ich habe eine Terrororganisation in Armenien unterstützt. Bin Armenier aus der Türkei, sprich meine Eltern kommen ursprünglich aus Armenien, aber aufgrund des Völkermordes damals wurden wir damals in die Türkei gebracht, haben dort gelebt, aber aufgrund der Unterdrückung da sind wir schon früh, sprich mein Großvater schon nach Deutschland gekommen und ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Krass. Und wie bist du da reingerutscht? Also ich bin, um ehrlich zu sein, kann ich mal kurz was loswerden, bevor ich meiner Story anfange. Ja. Also ich will erstmal unabhängig von meiner Story sagen, dass egal welche Hautfarbe man hat, welche Herkunft man hat, ob man Türke, Kurde, Syrer oder sonst irgendwas ist, man sollte niemand aufgrund seiner Herkunft verurteilen. Die Herkunft hat überhaupt nichts zu heißen, sei es Familie oder sonst irgendwas. Amen. Man sollte einfach nur ein guter Mensch sein, das reicht doch. So ist es. Und auf jeden Fall bin ich in ganz normalen Verhältnissen groß geworden. Unser Elternhaus war eigentlich immer relativ gut, wir haben nie Probleme gehabt. Viele türkischstämmige Leute haben halt so ein falsches Bild von Armeniern, sprich haben Vorurteile gegen Armenier. Ich wurde schon im Kindergarten von anderen Kindern beleidigt. Die Eltern haben beim Abholen der Kinder zum Beispiel gesagt, ja, hör auf mit denen abzuhängen, der ist Armenier. Aber ich habe das als Kind nie so ganz wahrgenommen. Meine Eltern meinten immer, ich soll nicht auf die hören, mich von den Leuten distanzieren. Aber ich wurde älter. Dann kam es in der Schule wieder dazu, dass selbst Lehrer, welche eigentlich Vorbildsfunktion für einen Menschen sind, schon blöde Sprüche gegenüber Armenier losgelassen haben. Was waren das für Sprüche? Scheiß Armenier, geh wieder nach Armenien oder sonst irgendwas. Die Türken haben das und das mit euch gemacht. Es gibt auch eine Terrororganisation aus der Türkei, die nennen
nennen sich die Grauen Wölfe und die haben sich sogar zur Aufgabe gemacht, uns Armenier zu jagen und zu töten. Obwohl diese Story schon mehr als 100 Jahre her ist, diese Völkerausrottung damals in der Türkei, im Osmanischen Reich, wo mehr als 1 Million Armenier getötet worden sind. Und das war immer bei uns der Fall, dass wir einmal im Jahr nach Armenien in Urlaub geflogen sind. Und ich habe meine Eltern noch irgendwann, wo ich älter geworden bin, gefragt gehabt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt speziell von den Türken, ich habe nichts gegen Türken, ich habe auch einige türkische Freunde mittlerweile, aber es kam halt nur mal von denen. Wie alt warst du in dem Zeitpunkt? Wo ich schon nach Armenien war. Ja. Dort müsste ich 18 Jahre alt gewesen sein. Ich war davor schon öfter in Armenien, aber da hat sich das wirklich dazu entwickelt, dass ich wirklich mit meinem Verstand gedacht habe, ey, was passiert denn hier eigentlich die ganze Zeit? Da habe ich halt, wie gesagt, mit meinen Eltern darüber geredet. Die konnten mir jetzt auch keine richtige Antwort drauf geben. Die wollten mich, glaube ich, auch nicht ganz verletzen, dass das auch nur wegen meiner Herkunft ist. Dann bin ich halt in Armenien gewesen und da gibt es halt eine Terrororganisation, der ist Asala. Man nennt es halt Terrororganisation nur in der Türkei. Kein anderes Land hat diese Organisation als Terrororganisation eingestuft. Und die haben halt zur Aufgabe sich selbst gemacht, dass die Türken halt zugeben, dass dieser Massenmord von ihnen halt war. Weil die Türken sagen bis heute noch, dass das die Schuld von den Armeniern gewesen ist. Und die haben halt zur Aufgabe gezogen, diese Türken zur Rechenschaft zu ziehen und halt auch dementsprechend zu bestrafen. Ja? Wie hießen die nochmal? Asala. Und wo war das? Das war in Artik, heißt das. Okay. Das ist nahe der Grenze zwischen Türkei und Armenien. Findest du es nicht persönlich gefährlich, deren Name und deren Ort zu nennen? Der Ort, wo der Sitz der Terrororganisation ist, nicht in Artik. In Artik finden halt nur die meisten Sachen statt, weil es halt nahe der Grenze ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Aber ich muss halt nie irgendwie Sachen machen, wo ich halt bis heute denken würde, okay, was habe ich da gemacht? Ich habe eigentlich eher nur so kleinere Aufgaben erledigt. Okay, mich interessiert es ja, was du dazu beigetragen hast. Was hast du denn gemacht? Guck mal, wie gesagt, ich war einfach dieser jüngere Typ, der halt neu daran getastet werden sollen würde. Und ich habe die meistens zu irgendwelchen Orten gefahren. Wir haben da Lager gehabt. Das ist in Irdir. Das ist so ein Ort, der ist schon ein bisschen eher in der Türkei. Dort waren mehrere Stände von uns. Dort habe ich zum Beispiel alles aufgeräumt. So ganz kleine Arbeiten halt. Essen gebracht, Trinken von Supermärkten gekauft, Essen. Oder generell, wenn mein Onkel irgendwo hin müsste wegen Flugtickets oder sonst irgendwas, habe ich die halt bestellt. Ich wollte aber nie komplett da reinrutschen. Hast du jemanden umgebracht? Nee, noch nie. Ist das dann ein Terrorist? Wenn du einer Terrororganisation zugehörst, dann kann man schon sagen, ja. Weil mein Vater immer Wert drauf gelegt, dass ich nicht so extrem da reingerate, weil der weiß ja auch, was andere Leute da machen. Und bevor das halt noch ausgeartet ist, habe ich mich halt selbst dazu entschlossen, dass ich überhaupt kein Teil mehr von dem Ganzen sein wollen will. Sagst du schon mal im Knast? Nee. Und worüber willst du jetzt aufklären? Ich will halt aufklären, dass es scheiße ist, Kinder schon in jungen Jahren für irgendwas zu beurteilen. Ich habe so viel Hass erlebt aufgrund meiner Herkunft. Ich bin einfach nur ein Armenier aus Deutschland. Es gibt Türken aus Deutschland, es gibt Kurden, Syrer, alles. Aber speziell wir Armenier werden so runtergemacht für eine Sache, für die wir nicht mal was können. Okay, dann danken wir dir für deine Geschichte. Ich sage, beraten wir uns einmal, ne? Ja. Ja, was sagt ihr, Jungs? Ganz easy ist es nicht. Ja, finde ich auch. So direkt. Also ich finde, er hat sehr gut gespielt. Er hätte für alles eine Antwort. Aber ne. Das komplette Konzept macht für mich keinen Sinn. Ich glaube ihn auf jeden Fall, dass er sich ein bisschen damit auskennt. Ja. Vielleicht hat er auch das sowas halt erlebt. So, ich denke mal einfach, dass so wie zum Beispiel bei uns jetzt im Libanon, ich kenne mich auch jetzt mit sehr vielen Armeesachen da aus bei uns. Heißt jetzt nicht, dass ich da drin bin oder so, aber man weiß, man hört. Ja. Du, man beschäftigt sich damit und bei ihm hat man halt einfach nur rausgehört, okay, der kennt sich damit aus. So, kann sein, dass er auf jeden Fall so ein bisschen auf seine Psyche gegangen ist, dass er gehasst wird aufgrund seiner Herkunft. Ich fand seine Message auch sehr gut. Ja, ja, das auf jeden Fall, Bruder. Aber ich denke nicht, dass in Sommerferien sowas passiert. So. Weißt du, was ich meine? Er fliegt in Sommerferien dahin. So und schnell, weißt du? Sagt, der Prozess ist viel länger so, ne? Ja, und erstens das und zweitens, Digga, er geht Sommerferien dahin und als ob er dann direkt fährt, weißt du? Mit deiner Menschenkenntnis würdest du sagen, er sagt die Wahrheit oder nicht? Dass er ein Terrorist ist oder dass er was damit zu tun hat? Dass seine Geschichte der Wahrheit anspricht. Ich glaube ihn, dass er sich auskennt über seine Herkunft. Kann sein, dass das alles auch passiert ist, aber er selber hat gar keine Rolle damit. Ich finde auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bin ich mal auf den nächsten Kandidaten gespannt. Ein Bombenanschlag in der syrischen Stadt Hama hat mindestens 31 Menschen getötet. Mindestens 10 libanesische Soldaten kamen bei dem Angriff der Al-Qaida nahestehenden Al-Nusra-Front ums Leben. In Syrien operiert vor allem die Al-Qaida nahestehende Fatah al-Sham-Front, vor ihrer Namensänderung bekannt als Al-Nusra-Front. Dann kannst du anfangen mit deiner Geschichte. Ich bin der erste nach deutschem Strafrecht, nach Erwachsenenstrafrecht verurteilter Syrien-Rückkehrer. Ich bin 2013 nach Syrien gegangen, habe mich dort einer Organisation angeschlossen, vollkommen bewusst, was ich da eigentlich mache. Darfst du sagen, welche Organisation? Natürlich, das war die YAMWA. Die YAMWA ist ein Ableger des Kaukasischen Emirats und das sind Tschetschenen. Wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich solchen Menschen angeschlossen habe, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich bin der zweitjüngste von 8. Meine Familie
Familie ist eigentlich im Libanon eine recht reiche Handelsfamilie gewesen und die Geschichte hat eigentlich schon vor meiner Geburt angefangen. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Familie zur Opposition gehört. Als die Syrer einmarschiert sind, gab es einen Artillerieangriff auf unsere Stadt und da ist mein Bruder gestorben. Da war er 3 Jahre alt. Aus welcher Stadt kommst du aus Libanon? Aus Tripoli. Das ist da, wo die Minderheit sind, da sind die Sunniten und wir waren gegen das Assad-Regime. Wir haben es voll abbekommen. Meine Familie hatte Glück, dass so gesehen nur mein Bruder gestorben ist, weil an dem Tag mein Vater meine anderen Geschwister mitgenommen hatte. Danach wurden wir enteignet, meine Oma wurde verschleppt, meine Onkels wurden verschleppt und wurden gefoltert. Das ist alles vor meiner Geburt gewesen. Wie ich das mitbekommen habe, wie ich mich radikalisiert habe, wie ich der geworden bin, der ich war, ist eigentlich recht einfach. Man wächst auf und die Eltern merken gar nicht, was die Kinder alles mitbekommen. Man kriegt mit, ja, dieses scheiß Regime, wir haben nichts mehr. Wo sind wir hier? Was machen wir eigentlich hier? Wir sind hier nicht willkommen, wir sind Kanaken. Es entsteht langsam ein Hass, der aber abstrakt ist. Man weiß gar nicht, wen man eigentlich hassen soll. Man weiß, okay, die Syrer sind schlecht, man ist ein Kind, man kann nicht unterscheiden. Als ich zu Besuch im Libanon war, da war ich das allererste Mal im Libanon nach Jahren, habe ich gemerkt, dass meine Oma nicht mit uns an einem Tisch sitzt. Ich habe dieses Thema angesprochen. Oma, warum sitzt du nicht mit uns an einem Tisch? Und es wurde totgeschwiegen. Ich solle ruhig sein. Ich solle jetzt nichts darüber reden. Irgendwann mal habe ich meine Schwester zur Seite genommen, habe gefragt, what the fuck, was ist denn da los? Und die hat mir erzählt, dass meine Oma damals vergewaltigt worden ist und sich einfach auch aus islamischer Sicht unrein fühlt, mit uns aus einem Teller zu essen, mit uns an einem Tisch zu sitzen. Und es sind Sachen, die kriegt ein Mensch mit, der noch nicht einmal wirklich ausgewachsen ist, der noch recht leicht formbar ist. Ich hatte mir vorgenommen, die Welt zu verändern. Ich wollte nicht, dass die Menschen das miterleben, was meine Mutter zum Beispiel bis zu ihrem Tod miterlebt hat. Diese depressiven Phasen, wo keiner an sie rangekommen ist oder meine Oma. Ich wollte ein guter Mensch sein und habe einen falschen Weg genommen. Ich bin auf einer Pilgerreise gewesen 2013 und dort habe ich jemanden kennengelernt, der es mir ermöglicht hat, nach Syrien zu gehen. Ich bin nach dieser Pilgerreise zurück nach Deutschland und recht schnell dann auch aufgebrochen. Es wurde organisiert. Es war unter dem Deckmantel eigentlich eines humanitären Einsatzes, dass wir humanitäre Hilfsgüter nach Syrien bringen. Und ich habe es als willkommene Ausrede gesehen, dass ich mein Handeln in einer guten Intention einpacke und bin dahin. Als ich dorthin bin, haben die mir erstmal mein Pass weggenommen, mein Handy und eigentlich alles, was ich an Karten hatte. Wir sind in ein sogenanntes Safe House gegangen. Das war in Kilis, das war an der Grenze zur Türkei, ungefähr 20 Minuten von der Stadt Gaziantep. Und dort war ich dann eine Zeit lang. Die haben mein Handy auseinandergenommen, die haben geguckt, ob da alles drin ist, was da, oder ob da was anderes verbaut ist. Ich habe eine Schablone von meinem Handy gesehen, wie das aussieht, also ein Foto, wie die Chips aussehen und die haben sie dann miteinander verglichen. Und dann wurde ich befragt, warst du im Jemen, warst du schon mal in Afghanistan, warst du in Pakistan, wer bürgt für dich? Welche Menschen sagen mir, dass du kein Spion bist? Und ich hatte einen starken Bürgen. Ich hatte jemanden, der hier in Deutschland in der salafistischen Szene eigentlich recht berühmt ist. Und der hat es dann geschafft, mich da eigentlich rüberzubringen. Und gleich am ersten Tag wäre ich fast gestorben. Was heißt der erste Tag, in der ersten Stunde? Ja. Die kamen dann her, die Männer, und haben gesagt, so, es geht nach Syrien, wir können los. Und wir sind dann über die Grenze und die Grenze war ungesichert. Sie war komplett ungesichert. Du konntest einfach diesen Draht hoch und da warst du durch. Wir waren zu dritt, also 2 Schleuser und ich. Und der erste Schleuser ist durch und ich bin danach durch und der andere ist hinter mir. Und der hat zu mir gesagt, bleib hinter mir, links und rechts sind Minen. Ich habe gesehen, der Boden war schon gut aufgegraben. Es war nachts, es war eine Vollmondnacht. Alles war in so einem ganz komischen Blau. Es war so ein bisschen gespenstisch. Mein Herz, das hat im Hals geschlagen. Ich wusste, ich bin angekommen. Ich wusste, ich bin da. Und dann haben die gesagt, wir müssen uns an einem Checkpoint, die Stadt heißt Azaz, wir müssen uns da anmelden. Da ist die Freie Syrische Armee. Die wollen gerne wissen, wer rein und rauskommt. Ja, 2 Kilometer ungefähr. Und ich war da. Und ich habe sie auf Libanesisch angequatscht. Und jetzt müsst ihr eine Sache wissen, das ist Hintergrundwissen. Die Libanesen sind in der Regel pro Assad. Wenn da ein Libanese auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er ein Hisbollah ist. Weil wenn ein Libanese tatsächlich mit den Sunniten in den Krieg reingehen will, dann geht er aus dem Libanon rein und nicht aus der Türkei. Also das ist ein ganz anderes Einfallstor. Und ich schwätze die komplett auf Libanesisch an. Ah, Assalamu alaikum, Brüder, wie geht's euch? Die sind durchgedreht. Es waren 15 Leute, die waren voll bewaffnet. Die haben angefangen, die Waffen aufzuladen und hochzuziehen. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, was passiert hier? Und die haben dann angefangen, den Schleuser auf Arabisch zu sagen, wen habt ihr uns denn hergebracht? Und die fangen an, in den Himmel zu gucken, ob das jetzt irgendwie ein Airstrike gibt oder sonst irgendwas. Und die Schleuser haben Panik gekriegt und sind abgehauen. Die haben mich ganz alleine an diesem scheiß Checkpoint dagelassen und ich habe gedacht, ich muss sterben.
Ja, bitte. Wie alt warst du in dem Zeitpunkt? 23. 23, und wie alt bist du jetzt? 31. 31 bist du, ich okay. Habe 8 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt darüber reden konnte. Okay, krass. Glaube ich dir. Wallah, ich habe überall Gänsehaut, ne? Krass, wallah. Überall Gänsehaut, wallah. Wo war ich stehen geblieben? Du warst alleine? Ja, ja, genau. Genau, danke dir. Ich war alleine und ich habe den Menschen angerufen in Deutschland, der mich dahin gebracht hat. Und ich habe gesagt, Herr XY, was mache ich jetzt? Ich sterbe gleich. Und er hat echt Panik gekriegt, aber man muss sagen, er hat mich nicht hängen gelassen. Er hat sofort jemanden angerufen und mich hat dann eine syrische Nummer angerufen. Mir ganz fremde Nummer, eine syrische Nummer. Und dann redet mich einer auf Deutsch an, so wie ihr. Und sagt zu mir, gib mir doch mal bitte den Emir. Der Emir ist der Boss, der Chef unter denen. Und ich habe zu denen gesagt, er spricht kein Wort Deutsch. Wie willst du denn mit dem kommunizieren? Und dann hat er mich im fließenden, sauberen Hocharabisch gebeten, ihn doch jetzt endlich mal den Emir zu geben. Ich war perplex. Er hat besser Arabisch gesprochen als ich. Und ich habe ihm das Handy gegeben und der Emir hat kurz geguckt und ich habe nur gesagt, bitte. Und er hat das Handy genommen. Er wusste, er hat ja nichts zu verlieren, hat er gedacht. So rot wie er war, so sauer wie er war, denn seine Gesichtsfarbe hat geswitcht zu weiß, zu grün, der war wie eine Ampel. Und ich habe mir nur gedacht, okay, was sagt dieser Mensch am Telefon zu dem, dass der eigentlich zittert? Und dann kam einer seiner Untergebenen, seine Lakaien, die haben gefragt, was machen wir mit dem? Und dann hat er gesagt, nichts, der ist von denen. Und ich habe es nicht verstanden, was meint der mit von denen? Dann hat mir dieser Mensch am Telefon gesagt, Bruder, wir holen dich in 15 Minuten ab. Ich so, okay. Und ich sehe ein Jeep mit 2 schwarzen Flaggen. Nein, kein IS. Jeder denkt IS, aber IS gab es noch nicht 2013. Aber es gab Al-Qaida 2013, die damals in Syrien nichts anderes als Jabhat al-Nusrat, die Nusra-Front hieß. Und ich wusste ganz genau, wer da auf mich zukommt. Ich wusste es. Und da kamen nur 2 Typen raus, bis an die Zähne bewaffnet. 2 Kalaschnikows, überall Granaten und Magazine. Ganz kurz. Ja, bitte. Hattest du die ganze Zeit währenddessen Todesangst? Todesangst ist nicht mal beschreibbar. Nein, ich hatte keine Todesangst. Ich war wie gelähmt. Das heißt, wie betäubt. Was passiert jetzt gleich? Und was die ganze Zeit war, ich hab's nicht geglaubt. So, echt jetzt? Passiert das wirklich? Also so dieses, die ganze Zeit bin ich wirklich da, wo ich bin, genau. Ah, realisieren kommt noch viel, viel später. Also so, das richtige Realisieren kam erst Jahre später. Und dann kommt dieser Typ und drückt mir eine Kalaschnikow in der Hand. Und ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Und ich hatte Angst, jemanden zu töten oder dass die irgendwie einfach losgeht. Also habe ich sie ganz flach auf meine Hand gehalten, so dass ich nicht an den Abzug komme. Und er hat mich dann ausgelacht, hat mir dann die Kalaschnikow weggenommen, hat mich erstmal gedrückt. Und ist zu diesem Emir gegangen und hat angefangen, den zur Sau zu machen. Wie kannst du es wagen, ein Bruder, der kommt aus Deutschland, verlässt seine Familie für euch und ihr behandelt ihn so. Und der Typ hat kein Wort gesagt und die waren komplett in der Überzahl. Wie geht das? Ich habe ihn natürlich gefragt, wie kommt's? Wie kann das sein, dass wir jetzt nicht tot sind? Das sind so viele Leute gewesen und die sind in der Überzahl. Und der Fahrer erschreckt erstmal und sagt, gut, dass du mir Bescheid gegeben hast. Holt sein Handy raus und fängt an zu telefonieren. Ja, wir sind in Sicherheit. Ja, wir fahren zurück. Nein, ihr braucht euch nicht anzuziehen. Wir kommen. Ja, es tut mir leid. Und dann redet er mit dem Beifahrer und sagt, ups, die haben sich schon angezogen und die wollten kommen. Und ich so, von was redet ihr denn? Er hat gesagt, hätten wir jetzt nicht angerufen. Unsere Gruppe hat sich schon bereit gemacht, die andere Gruppe platt zu machen, weil wir tot wären. Die hätten sich melden müssen. Die haben es einfach nur vergessen. Und deswegen wäre es fast zu spät gewesen. Und anstatt abgeschreckt zu sein, fand ich es cool. Ich fand es geil. Ich wurde wie ein König behandelt. Es wurden 15 Leute wegen mir fertig gemacht und ich habe mich wichtig gefühlt. Ja, 23-Jähriger, so ist das halt. Und dann bin ich ins Trainingscamp gekommen. Und dieses Trainingscamp, das war entscheidend. Das war nämlich kein Al-Qaida-Trainingscamp, sondern das Trainingscamp von dem Vermittler in Deutschland. Und das war ein tschetschenisches Trainingscamp. Die Mutterorganisation, das kann ich alles ganz offen sagen, weil die Geheimdienste das eh wissen. Also für was brauche ich hier Geheimnistuerei? Die Mutterorganisation ist der Emirat Kafkas, das kaukasische Emirat. Später bei meiner Gerichtsverhandlung gab es einen Gutachter, der diese Organisation mal genau erklärt hat. Das sind zum Beispiel Moskauer Anschläge, auch teilweise eine Oper, eine recht schlimme Organisation. Und der Ableger heißt Yamwa, Jaish al-Muhajirin wal-Ansar, die Armee der Auswanderer und der Unterstützer. Und in diesem Trainingscamp ist der Alltag recht gut strukturiert. Man wacht um 5 Uhr morgens auf, man kriegt 10 Backsteine vorne, das sind ungefähr 10 Kilo, und eine Trinkblase mit 10 Liter Wasser hinten, aber da muss ein bisschen Luft gefüllt sein, damit es schön wackelt. Es wird ein Besenstiel schwarz angemalt, das soll eine Kalaschnikow simulieren. Das heißt, wenn du robbst oder irgendwie im Gelände hängen bleibst, geht die Farbe da weg und die Ausbilder sehen, du bist irgendwo hängen geblieben an deiner Waffe. Wenn du Neuling bist, ein Frischling, so wie ich, bist du ganz hinten. Bei der Hälfte konnte ich nicht mehr. Ich war so platt, ich konnte nicht mehr. Und anstatt da Anschiss zu kriegen, hat der Emir mich zur Seite genommen, hat gesagt, es ist dein erster Tag, hat gesagt, ich darf mich ausruhen und muss dann zum Theorieunterricht ein paar Stunden später kommen. Und der Theorieunterricht war höchst interessant. Ich gebe euch ein Beispiel, wie so ein Theorieunterricht in einem Terrorcamp aussieht. Ihr steht unter Mörserbeschuss. Was ist der sicherste Platz, fragt der Lehrer. Eine Granate fällt niemals zweimal in denselben Krater. Das heißt, wenn du unter Mörserbeschuss bist,
spring ins Loch und da bist du sicher. Später wurde das dann, was man theoretisch gelernt hat, auch in der Tat umgesetzt. Das ging ungefähr einen Monat so und in der Zwischenzeit hat mich meine Mutter erreicht. Meine Mutter wusste von nichts, niemand wusste von etwas. Ich wusste nicht, wie ich es ihr sagen sollte. Wie sollte ich meiner Mutter sagen, ich habe mich freiwillig in den Tod begeben? Das wollte ich dich fragen. Wie ist deine Familie überhaupt? Ich sagte, kein Problem, erzähle ich dir. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, gib mir Aso. Aso ist mein Bruder. Ich muss ihm was sagen, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und ich habe es ihm gesagt, ich so, du musst es ihr irgendwie verklickern. Ich weiß nicht wie. Und ich hatte keine Ahnung, dass der Lautsprecher an war. Ich habe sie nur noch weinen hören. Sie hat das Handy genommen und hat gesagt, hör auf, diese Scheiße zu bauen. Auf Arabisch, Hashtag al-Khara und Irja, also und kommt zurück. Ich werde diesen Satz nie vergessen. Nie. Wie sollte ich ihr denn sagen, ich habe keinen Pass mehr? Wie sollte ich ihr sagen, auch wenn ich zurück will, ich kann nicht zurück. Ich wurde vor 3 Tagen an der Grenze der Spionage bezichtigt. Wie soll ich da jetzt nach 3-4 Tagen Camp hingehen und sagen, ja, jetzt weiß ich, wo euer Camp ist, schickt mich doch bitte wieder zurück. Die hätten mich doch sofort hingerichtet. Soll mir mal einer sagen, wer diesen Mut hat, da hinzugehen und zu sagen, ich will zurück. Ich hatte nicht diesen Mut. Und so musste ich mit ihr reden. Ich musste sagen, für Allah, ich muss das machen. Diese Sache ist größer als du. Das hat mir das Herz zerrissen. Tschüss. Irgendwann mal schickt sie mir ein Foto. Sie ohne Haare. Sie hat mir eine Voice geschrieben. Krebs diagnostiziert. Ich wollte das dir nicht sagen, weil du angeblich in der Schule bist. Komm bitte zurück. Das ist krass. Ich wollte zurück. Ich wollte um jeden Preis zurück. Also habe ich eine kleine Verletzung simuliert, hier an der Hand. Habe das eingefädelt, dass ich gesehen werde, wenn ich falle. Und die haben mich ins Krankenhaus gebracht. Und da gab es einen Schlüsselmoment. Während ich so gewartet habe, bis ich drankomme, da habe ich das erste Mal mitgekriegt, was Tod eigentlich ist. Da kam ein Krankenwagen, der ist rückwärts reingefahren. In einer Affengeschwindigkeit, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das, was ich euch erzähle, das sind vielleicht 5 Sekunden gewesen. Aber für mich war es wie in Zeitlupe. Es war ein junger Mann, ungefähr in eurem Alter, so 23, ungefähr so. Und die haben ihn beatmet und ein Arzt hat mit beiden Händen auf seine Brust gedrückt. Er hatte Blut auf der Brille. Und er hat sich nur einen Moment, nur eine Sekunde, wollte er sich dieses Blut abwischen. In dem Moment hat die Frau gedrückt. Und es gab einen roten Nebel, der da rausgekommen ist. Und der Kollege sagt zu mir, that's a lung shot, also ein Lungendurchschuss. Ich weiß nicht, ob er es überlebt hat oder nicht überlebt hat. Ich weiß gar nichts über ihn. Aber ich weiß, dass ich das mit ins Grab nehme. Ich werde das nie vergessen. Und dann kam der Arzt und ich habe den angedeutet, ich will alleine mit ihm reden. Ich hatte Glück, mein Fahrer hat nur Russisch gesprochen und ein bisschen Englisch. Und ich bin rein. Und er wollte sich meine Hand angucken und ich habe zu ihm gesagt, mach dir nicht die Mühe. Mit mir ist nichts. Meine Mutter ist krank, ich will nach Hause, ich kann hier nicht bleiben. Und der Arzt hat mich angeguckt, als würde er etwas richtig Ekliges sehen. Wie als würde man in so ein Haus aufentreten. Ich habe mich geschämt, ich habe weggeguckt, ich habe nach unten geguckt. Ich weiß, wie ich gewirkt haben muss. Ich habe den dann 15.000 syrische Lire, das sind nicht viel, 8-9 Euro, habe ich den in die Tasche und der hat mir den Arm bis hier eingegipst. Und ich dachte, Jackpot, jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland. Ich gehe zurück ins Trainingslager. Im Trainingslager sagen die, du bist hier nicht mehr zu gebrauchen. Ich denke mir, geil. Geh nach Aleppo, schnupper ein bisschen Kriegsluft, wir haben dort eine gute Basis. Aleppo war 2013 die meist umkämpfteste Stadt in Syrien. Keine Stadt war mehr umkämpft als Aleppo. Ich wusste, dass es mein Todesurteil war. Und wir sind im Auto, fahren nach Aleppo und die Stimmung war lustig. Die Fahrer haben sich ein bisschen über mein Russisch lustig gemacht und haben mich die ganze Zeit Nemitz genannt, das heißt der Deutsche. Ich habe halt auch ein bisschen gelacht, was soll man denn machen? Man kann nicht die ganze Zeit geschockt und traurig und sowas sein. Und bam! Von einem Moment auf den anderen hat sich die ganze Situation schlagartig geändert. Die beiden Fahrer haben angefangen zu zittern und haben Vollgas gegeben. Und ich natürlich mit meinem Gips schaue mich um, links und rechts. Ist hier irgendein Wagen, ist irgendwo eine Verteidigungssituation. Ich hatte schon gelernt, mit der Waffe umzugehen in diesem Monat. Und nichts. Aber trotzdem hatten die Angst und ich frage, what's wrong? Und die sagen, be quiet, be quiet. Und ich sehe, umso länger wir fahren, desto nervöser wird der. Und auf einmal macht er eine Vollbremsung unter einer Brücke und macht den hier. Und ich denke, der macht Allahu Akbar. Und ich sage zu denen, yes, bro, Allahu Akbar, but what is wrong? Und dann sagt er, listen. Und ich habe es das erste Mal gehört. Es waren Kampfflugzeuge. Und ich bin gar nicht drauf gekommen. Ich hatte das von Deutschland komplett ausgeblendet. Wenn wir hier ein Flugzeug hören, das juckt uns nicht. Wenn die dort unten ein Flugzeug hören, die kriegen sofort Panik. Und dann kam es runter. Und es kam nicht weit runter. Alles hat vibriert. Schaut, die Leute, die jetzt dieses Video angucken. Ihr guckt dieses Video an und es ist dann gleich vorbei, okay? Ihr seid zu Hause, ihr seid auf eurer Couch, alles ist gut. Da bist du aber in diesem Video drin. Du hast eine 360-Grad-Perspektive. Du spürst die Erschütterung, du riechst den Staub und die Asche und du weißt, du bist gleich tot. Das ist das, was man in diesem Moment denkt, das war's.
Ich habe das Glaubensbekenntnis gesprochen und im Kopf bin ich meine Stadt entlang gelaufen. Und ich bin diese Straßen entlang gelaufen und habe mir vorgestellt, wie ich klingel, wie meine Mutter mir die Türe aufmacht, wie ich um Verzeihung bitte, wie ich sie umarme. Und dann kam die zweite Bombe runter und es hat mich nicht erwischt. Hatte ich Glück? Ich weiß es nicht. Aber ich war am Leben und es ging weiter. Und bis dahin, bis das, was ich euch jetzt alles erzählt habe, das ist nur die Aufwärmung. Ich habe euch jetzt gerade eigentlich nur in die Materie geführt. Was heißt es, ein Terrorist zu sein? Man muss niemanden töten, um ein Terrorist zu sein. Es reicht, ein kleiner Zahnrad in diesem Getriebe zu sein. Und das war's. Ich war verblendet von meinem Hass. Ich wurde immer radikaler. Und ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich etwas Gutes tue. Weil angeblich ja die Zivilbevölkerung so gut zu uns ist und uns so gut sieht. Nur war ich dumm. Ich habe nicht gesehen, dass die einfach nur Angst vor uns hatten. Mehr nicht. Und ich bin in diese Basis angekommen. Und diese Basis war hochgesichert. Herr im Himmel war die gesichert. Und ich komme an und ich sehe einen Typ, der so ein bisschen aussieht wie du, Naim. Ich werde es nie vergessen. Und ich fragte ihn auf Englisch, sorry, do you know where the German house is? Weil es ist unterteilt unter Häusern, Bataillone. Wir sind 100 Mann und die werden nach Nationalitäten getrennt, damit die untereinander kommunizieren können. Und dann spricht mich der Typ auf Deutsch an und sagt, oh mein Gott, ein Deutscher. Gott sei Dank, wir brauchen Verstärkung. Geh bitte in den zweiten Stock, dort ist die Einheit, da kannst du dich vorstellen. Und ich bin hoch, die Basis war eine Villa. Zwei Pools, beschlagnahmt von irgendwelchen Armsyrern. Ich klopf. Und mein Kontakt, der mir hier in Deutschland vermittelt worden ist, macht die Tür auf und sagt, ah, du bist es, was hast denn du mit deiner Hand gemacht? Ah, ich hatte vergessen zu erwähnen, ich hatte den Gips mit ein bisschen Erde eingerieben, damit er ein bisschen älter ist. Ich wusste, es geht nach Aleppo, ich musste verteidigungsfähig sein. Ich sag zu denen, du musst der und der sein, dann sagt er, ja genau, der bin ich. Ich habe zu denen gesagt, hilf mir mal, diesen Gips abzubekommen. Die Hand ist abgeheilt. Mein erster Auftrag war, nach einem Bombenangriff Verschüttelte auszugraben. Und wir sind hingefahren, die waren in unserem Bezirk, das war gar nicht so weit weg. Und jeder hat noch diese Bilder vom World Trade Center im Kopf. Das müsst ihr euch vorstellen, in klein, überall Staub, überall Menschen, die mit Wasser sich die Augen frei machen. Und das sieht ganz surreal aus. Die sehen alle aus wie Waschbären ein bisschen. Weil die sind weiß, aber die Augen sind frei. Und es sieht so aus, als würden die weinen. Es ist kein schöner Anblick. Und ich bin zu der Stelle gegangen, wo ich graben sollte. Und ich war so ein bisschen beschäftigt, diesen Klappspaten aufzukriegen, dass ich gar nicht gemerkt habe, was vor mir ist. Und ich weiß noch, in dem Moment habe ich mich gefreut, weil ich diesen Klappspaten endlich aufgemacht habe und habe blöd gegrinst und guck nach vorne. Und das Gebäude ist von dem Druck wie ein Sandwich ineinander gefallen. Und zwischen zwei Etagen, direkt auf meiner Augenhöhe, direkt, war eine Frau, eine etwas dickere Frau. Sie hatte ein Kopftuch an und sie sah ein bisschen aus wie meine Mutter. Und sie war tot und sie lag nach vorne. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist alles weiß und ihre Ohren bluten. Es läuft richtig runter. Und es ist direkt auf diesen Ring runtergelaufen und runter. Eine Lache war auf dem Boden und ich habe mich erstmal umgedreht und musste kotzen. Und es ist mir durch die Nase gekommen, ich habe keine Luft mehr bekommen. Mein Wasser, was eigentlich voll wertvoll in dem Moment war, einfach dazu benutzt, um wieder klarzukommen, mein Gesicht zu waschen und dieser Frau einfach die letzte Ehre zu erweisen und sie auszugraben, egal was das mit mir anstellt. Und ich drehe mich um und ihre Hand war blutverschmiert. Der Ring war weg. Jemand hat ihr den Ring weggenommen, er war aus Gold. Okay. In diesem Moment frage ich mich, wen soll ich denn jetzt verfluchen? Die Menschen haben Hunger, die Menschen sind verzweifelt. Und es ist einfach nur widerlich. Es ist einfach nur widerlich, in dieser Welt zu leben. Dachtest du zu dem Zeitpunkt immer noch, dass du was Gutes tust? Ja. Selbst da noch? Natürlich. Überleg ja mal. Ich habe gedacht, indem ich diese Leute ausgrabe, mache ich schon mal was Gutes. Indem ich sie vor einem Regime schütze, das sie angeblich unterdrückt oder was sie auch unterdrückt. Ja, ich habe gedacht, ich mache was Gutes. Und es hat lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, einzusehen, was für ein ekliger Mensch ich eigentlich war. Es braucht unglaublich viel. Da war ein Russe aus Moskau. Ich werde ihn nie vergessen. Er hieß Mohammed. Er hat sich selber Mohammed genannt. Und er hat mich immer ausgefragt über das Oktoberfest. Das war so sein Traum. Er wollte einmal in seinem Leben das Oktoberfest sehen. Und eines Morgens beim Morgengebet, ich hatte ein Walkie-Talkie, ich hatte meine Kalaschnikow und ich wollte gerade was zu essen machen, hat es an der Tür geklopft. Ohne Vorwarnung, ohne nichts. Und wir Neulinge, wir sind natürlich sofort zur Haupttür gerannt und haben das gemacht, was man gelernt hat, sich verrammelt, erstmal auf die Tür gezielt und geschrien, wer ist da? Und dann kamen die Leute, die schon ein bisschen länger dabei waren und haben gesagt, senkt eure Waffen und kommt mal ein bisschen näher. Die wussten, was kommt, wir hatten keine Ahnung, was kommt. Die Tür ging auf, es wurde Allahu Akbar geschrien und ein Pickup ist rückwärts reingefahren. Hinten ein blutiges Tuch. Und zwar schwarz. Das Blut war so dunkel, dass es schon schwarz war. Und die sagen, freut euch, eure Brüder sind im Paradies, verabschiedet euch. Und die machen dieses Tuch weg und da liegt er. Und einen Tag davor, ein paar Stunden davor, habe ich noch mit ihm geschwätzt. Und mir sind die Tränen geflossen. Ich konnte nicht anders. War es das erste Mal, dass Tränen geflossen sind? Das erste Mal, dass öffentlich Tränen geflossen sind, ja. Es sind unglaublich viele Tränen geflossen, wenn keiner da war, wenn ich versteckt irgendwo geraucht habe, weil Rauchen war verboten. Aber an dem Tag war ich einfach überrascht und fassungslos. Und ich habe gesagt, are you kidding me? Wollt ihr mich verarschen? Was für Paradies. Der ist tot, hört auf, euch zu freuen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe gesagt, er ist tot, hört auf. Die sind übel sauer geworden.
Die sind übel brutal sauer geworden. How you can dare, hat er zu mir gesagt. Wie kannst du es wagen? Dein Bruder ist im Paradies mit 40 Jungfrauen und er freut sich. Der ist dieses widerliche Leben los. Und du tust sein Erbe, seine Arbeit mit Füßen treten. Ich habe immer wieder dasselbe wiederholt. Er ist tot. Ich konnte das einfach nicht fassen. Und dann kam der Arzt. In unserer Einheit hatten wir zwei Ärzte. Die waren nur für unsere Einheit. Und er kam, er nahm mich und hat mir ein Glas Wasser eingeschüttet. Hat eine Piole rausgeholt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will keine Spritze. Gib mir keine Spritze. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, nein, du kriegst auch keine Spritze. Das will ich dir gar nicht antun. Hat die Piole aufgemacht, hat sie ins Glas Wasser und hat gesagt, trink. Vertrau mir, es wird keine Konsequenzen haben. Trink. Es war morgens, als ich das getrunken habe. Und ich bin am nächsten Tag erst aufgestanden, morgens. Bis dahin hatte der Arzt sich schon seine Gedanken über mich gemacht und hat mich dann auch gleich abgefangen morgens und hat gesagt, komm, ich muss mit dir reden. Und er hat zu mir gesagt, ich bin Arzt, ich merke, wenn Menschen leiden, das kannst du bei mir nicht verbergen, was machst du hier? Ich habe ihm meine Geschichte erzählt, ich habe ihm gesagt, ich wollte eigentlich den Menschen helfen. Ich wollte, dass es den Menschen nicht so schlecht geht, wie es meinen Eltern gegangen ist, wie es meiner Familie geht. Ich wollte ein Held sein, aber ich merke, ich komme damit nicht klar. Ich habe zu viel gesehen, zu viel erlebt und es macht was mit mir. Ich schaffe es nicht mehr. Der hat gesagt, hast du ein Glück, wir haben einen Engpass. Ich werde den Emir rufen und wir reden, den größten Emir. Ein paar Stunden später, Salahuddin al-Shishani da, der zweite Anführer, der Yamwa. Unglaublich. Das ist wie, wenn man den Stellvertreter von Osama bin Laden sieht. Also das heißt, du siehst den erstmal und dir verschlägt es die Sprache. Und dann setzt er sich mit mir hin und erzählt, dass er mich verstehen kann, wie schwer das ist, dass seine Mutter im Gefängnis wegen ihm war, dass die Russen ihn haben wollten und deswegen seine Mutter inhaftiert haben und dass er es versteht und dass ich aber trotzdem im Dschihad bleiben soll und mich doch anders nützlich machen soll und in Deutschland dann Sachen besorgen soll. Und hat mir eine Einkaufsliste gegeben. Es ist jetzt recht genau am 13. November, das ist 9 Jahre her. Und ich bin zurück. Es ging über die Türkei. Und die haben mich dann verabschiedet, haben mir meine Papiere gegeben und einen Umschlag mit einem Batzen Geld. Und ich gucke nach links und Polizei kommt. Ich habe mich übel sicher gefühlt. Endlich. Und die sind weggefahren und nur noch die Polizei war da. Und ich denke mir, Jackpot. Und ich bin von der Schlange raus. Ich wollte um jeden Preis meine Mutter suchen. Ich hatte keine Ahnung, besuchen. Ich hatte keine Ahnung, ob die deutschen Behörden von meiner Ausreise wissen. Und ich wusste nicht, wie ich an einem deutschen Flughafen in Empfang genommen werde. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt über Schleierwege nach Deutschland. Mein Pass ermöglicht es mir, warum denn nicht? Und ich bin nach Amsterdam geflogen. Ich habe meine Schwester angerufen und habe ihr gesagt, ich bin in Amsterdam. Ich habe mir die Gesichter der Menschen angeguckt. Da war kein Hass, da war keine Hetze, da war keine Angst. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich so unglaublich gut gefühlt. Ich bin in Sicherheit. Und dann ging es später mit dem Nachtzug von Amsterdam zurück nach Stuttgart. Und ich komme an, genau da, wie ich es mir vorgestellt habe, unter der Brücke. Ich stehe vor der Tür, ich stehe wirklich vor der Tür. Wie du dir vorgestellt hast. Damals unter der Brücke, als ich meine Eltern verabschiedet habe, da stand ich, da, wo ich im Kopf gestanden bin, da habe ich es mir vorgestellt, wo ich sein werde. Und genau da stand ich. Und das war die Welt für mich. Und mein Handy hat gepiepst. Ich hatte WLAN von zu Hause. Und ich weiß, es hört sich nach nichts an, aber es war unglaublich viel. Und ich habe geklingelt. Meine Mutter hat eigentlich meinen kleinen Bruder erwartet, dass der von der Nachtschicht kommt. Und sie hat vorsichtig die Tür aufgemacht. Aber sie hat mich nur aus den Augenwinkeln gesehen. Und sie guckt mich an. Sie ist nicht ohnmächtig geworden. Das ist das falsche Wort. Sie ist eingesackt. Einfach ihre Beine haben nachgegeben und sie war am Boden und hat angefangen zu weinen. Und ich bin hin und habe sie umarmt und habe gesagt, Mama, es tut mir so leid. Und hab sie am Kopf gestreichelt. Es ist ganz schwer, über meine Mama zu reden, weil meine Mama erst frisch gestorben ist und Allah erhamma. Und ich ihr so viel Leid zugefügt habe. Leute, wer diesen Weg geht, der geht diesen Weg nicht alleine. Er nimmt seine Familie und seine Freunde und die Menschen, die ihn lieben, mit. Und man tut diesen Menschen unglaublich viel Grausames an. In seiner Hochmut zu denken, man wäre was Besonderes. Und die Botschaft, die ich mitgeben will, ist, wenn ihr etwas hassen wollt, dann hasst den Hass. Denn Hass bringt nie zu etwas Gutes, niemals. Er wird immer mehr Leid hinzufügen. Und es ist doch scheißegal, wer leidet. Wenn jemand leidet, dann leidet er. Und es ist mir egal, ob er Sunnit ist oder Schiit oder sonst irgendwas. Es gibt von jedem Menschen Gut und Böse. Und jeder Mensch ist Gut und Böse, auf seine Art. Gebt euch nicht auf und bleibt standhaft im richtigen Weg. Und wenn ihr nicht wisst, was der richtige Weg ist, so glaubt mir, es gibt immer wieder Menschen, die euch sagen, was der richtige Weg ist. Ihr dürft nur nicht vergessen, zuzuhören. Das ist, warum ich heute hier bin. Ich habe jetzt meine Geschichte erzählt. Und ich habe meine Geschichte sehr knapp erzählt. Es gibt unglaublich viele Situationen, die ich nie vergessen werde. Unglaublich viele Menschen, die ich nie vergessen werde. Ich wurde verhaftet. Während ich meinen Auftrag mache, habe ich ein Nachtsichtgerät für 5.000 Euro gekauft. Das stand auf der Liste und ich wurde verhaftet. Ich war glücklich. Ich war so glücklich, ich muss nicht mehr zurück. Wo wurdest du? Jetzt in Deutschland dann, oder? In Deutschland, in Stuttgart. Ich habe was vergessen, euch zu sagen, was ganz wichtig ist. Ich habe diesen Auftrag sehr gewissenhaft gemacht und auch sehr schnell. Aus einem Grund, kaum war ich in Deutschland angekommen, habe ich eine Message gekriegt. Willkommen in Deutschland, ich hoffe, dir geht's gut. Vergiss ja nicht deinen Auftrag. Und boah, da habe ich das erste Mal gesehen, in was für eine Gefahr ich meine Familie gebracht habe. Die wussten sofort, ich bin jetzt angekommen. Ich konnte
konnte mich nie und bis heute nicht dran gewöhnen, dass mit meiner Familie irgendwas ist. Das ist meine Achillesferse. Hast du mal deine Waffe benutzt? Meine Waffe habe ich sehr oft benutzt, aber nie gegen Menschen. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde für einen Kampfeinsatz verurteilt, ja. Dieser Kampfeinsatz hat stattgefunden. Das war aber kein offensiver Kampfeinsatz. Das nennt man Ribot Getali. Das heißt, es war einfach nur defensiv die Stellung halten. Ich wurde am 13. November 2013 von einem Spezialeinsatzkommando auf der Autobahn, da war ich wieder unterwegs Richtung Syrien, um den Auftrag abzuliefern, wurde ich verhaftet. Wie ist die Polizei auf mich gekommen? Als ich das Nachtsichtgerät gekauft habe, müsst ihr euch ja vorstellen, ich war mega gebräunt. Ich hatte so ein bisschen einen Bart, nicht sehr lang, aber ich hatte einen Bart. Und ich war 23. Ich kaufe ein Nachtsichtgerät der dritten Generation und lege das Geld bar hin. Dieser Verkäufer hatte einen Freund und dieser Freund hat beim Staatsschutz gearbeitet. In was für eine Beziehung die beiden standen, weiß ich nicht. Und so ist das eine zum anderen gekommen, dass die mich eigentlich gleich einen Tag danach schon angefangen haben zu observieren. Haben das bei dem Richter vorgelegt. Der Richter hat gesagt, die dürfen observieren und die haben observiert und haben unglaublich schnell gemerkt, dass sie dann schon auf einer heißen Spur sind. Die letzten restlichen 3 Tage, die ich dann noch in Deutschland geplant hatte, bevor ich in die Türkei zurückgehe, um die Sachen abzuliefern, wurde ich rund um die Uhr observiert. Das habe ich alles später erst im Prozess mitgekriegt. Ich wurde angehalten und als die Handschellen geklickt haben, konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich konnte mir einfach ein Grinsen nicht verkneifen. Da war eine junge Polizistin, die hat mit der Waffe auf mich gezielt, mit gezückter Waffe. Die hat gezittert. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was ich schon alles erlebt habe, Bombardements, Artillerie und. Und dann tut sie mit einer kleinen Pistole auf mich zielen und zittert. Es ist einfach surreal, aber in dem Moment ist man auch irgendwo erleichtert. Das war's. Die Reise hat jetzt ein Ende. Jetzt beginnt eine neue Reise, eine andere Reise. 9 Monate lang hieß die Anklage Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland nach § 89a. Kurz, hattest du da, wo du verhaftet worden bist, noch den Gedanken zurückzugehen, also deinen Auftrag zu erfüllen? Ja. Ich habe wahnsinnig abgekotzt, dass die Sachen beschlagnahmt haben. Selbst als du deine Mutter gesehen hast und so, hattest du trotzdem noch den Gedanken, ich gehe zurück. Du musst eine Sache wissen. Ja, ich wusste, ich bin nicht für in Syrien geeignet. Ich habe aber an die Sache geglaubt. Und wenn ich da als Logistiker hätte arbeiten können oder mich da in dieser Organisation tätig machen können, und zwar als internationaler Logistiker, wäre es mir sehr lieb gewesen. Ich hatte natürlich einen Plan B, dass so etwas nie wieder passiert. Und zwar gibt es eine Bank, die heißt Isbank in Istanbul. Und da hätte ich eigentlich meinen Pass eingesperrt und meine ganzen Karten. Ich hätte dann nach meinen damaligen Gedankenzügen mich schon bewiesen, dass ich zurück bin und wieder die Sachen geholt habe, dass ich meinen Auftrag gut gemacht habe und dass ich eigentlich bitte in Zukunft weiter solche Aufträge machen sollte. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich wollte zurück. Ich war überzeugt. Ich wollte unbedingt Assad stürzen. Nach 9 Monaten hat dann ein Bundesamt diese Organisation, in der ich war, die Yamwa, als terroristische Organisation eingestuft und da hat sich die Anklage verändert. Dann hieß es Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach § 129 AB. Insgesamt war ich 3 Jahre, 1 Monat und 1 Tag in Haft. Die Verurteilung war 4,5 Jahre. Ich habe verspätetes 2/3 bekommen. Das heißt? Das heißt, nach 2/3 meiner Haftstrafe. Gute Führung kommt heraus. Komme ich auf guter Führung raus. Aber den Termin haben die eigentlich bei mir verpasst. Das heißt, sie haben getrödelt. Nach dem Termin nennt man das verspätetes 2/3. Das wird dann auf deine Gesamthaftzeit angerechnet. Wie bin ich zu dem Wandel gekommen? Es sind Schlüsselmomente. Ich kann mich richtig gut erinnern, ich sollte zu Gericht gehen. Und ich habe im Spiegel meine Krawatte gebunden und morgens das Frühstücksfernsehen laufen lassen. Das werde ich auch nie vergessen. Da waren diese jesidischen Mädchen, alle in Burkas, alle an Ketten. Und nach werden die zu diesem Sklavenmarkt gebracht. Und die zeigen ein Video auf Arabisch, wo der Typ sagt, boah, ich nehme eine mit blauen Augen und der andere lacht und sagt, hä, weißt du eigentlich, was du mit so einer machst? Ich wollte nicht sterben, damit sich irgendein notgeiler Saudi hier sich befriedigen kann mit irgendwelchen Sklavinnen. Ich wollte nicht nach Syrien gehen, um eine andere Diktatur zu erschaffen. Ich wollte eine Diktatur wegmachen und nicht eine neue, vielleicht genauso grausame und teilweise grausamere Diktatur erschaffen. Und als ich das eingesehen habe, saß ich erstmal auf meinem Bett und habe geheult. Ich habe das erste Mal aufgehört, diese ganzen Ausreden, die ich hatte, wir sind im Krieg und die machen doch dasselbe und das ist schon okay und für eine größere Sache nichts größere Sache. Da gibt es keine größere Sache. Es gibt nur Tod und Elend. An dem Tag bin ich zu Gericht gegangen. Es gab ganz viele salafistische Prozessbeobachter, die meinen Prozess verfolgt haben und die haben das dann in einem Live-Log auf teilweise Facebook und Instagram veröffentlicht, wie so der Prozess lief. Und ich habe zu meinem Anwalt damals gesagt, ich will ein Statement machen. Ich will eine Einlassung machen. Dann sagt er zu mir, auf gar keinen Fall machst du eine Einlassung. Ich so, ich mache jetzt eine Einlassung. Ich bin aufgestanden, dieser Mensch, der diesen Prozess beobachtet, dieser Salafist. Ich habe mich weggedreht zu den Richtern. Ich habe mich auch weggedreht zu den Generalbundesanwälten und habe die Zuschauer geguckt. Und habe dann das erzählt, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, mit Krawatte binden, morgens alles drum und dran. Und habe ihn angeguckt und habe gesagt, wenn das dein Islam ist, will ich kein Moslem sein. Das ist nicht das, woran ich glaube. Das ist auch nicht das, wofür ich da runtergegangen bin. Ab dem Moment war ich natürlich auf der Abschussliste. Die haben mich gehasst.
Aber sollen die doch ruhig. Sie sind nicht einen Schritt in meinen Schuhen gelaufen. Die haben keine Ahnung, was es heißt, von Menschen, die man auch wirklich seit Kindheit kennt, als Terrorist beschimpft zu werden. Es gibt Menschen, mit denen bin ich aufgewachsen, die mich heute sehen, die machen Bogen um mich herum. Die haben einfach Angst, dass sie irgendwelche Konsequenzen tragen müssen, wenn sie mit mir Kontakt haben. Das heißt, es auch ein Terrorist zu sein. Ich habe heute zum Beispiel mitgekriegt, mein Neffe wollte sich bei der Polizei bewerben, wurde abgesagt. Hätte eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, aber ich verstehe es. Die wollen halt niemand mit meinem Nachnamen bei der Polizei haben. Deswegen, Timmy Junior, tut mir leid, Kleiner. Tut mir wirklich leid. Krass. Was ich mich jetzt frage, ist, hast du heute noch Hass gegen gewisse Menschengruppen? Ich habe angefangen, meine Mitmenschen anders zu sehen. Ich habe aufgehört, sie nach Religion oder Hautfarbe oder Herkunft zu beurteilen. Nein, von meinem Alten ist nichts mehr übrig. Und das hat unglaublich viel Zeit gebraucht. Es gibt Sachen, die habe ich bis heute nicht verarbeitet. Und ich versuche einfach mein Konto, das ich überzogen habe, nicht noch weiter zu überziehen und einfach ein guter Mensch zu sein. Und die Gesellschaft toleriert mich vielleicht jetzt. Aber es war nicht einfach, wieder Vertrauen zu finden. Und dazu gehört auch, sich selber zu ändern. Ich find's krass, so tiefe Einblicke zu bekommen, weil sonst, wir haben immer so ein Bild von Terroristen, weißt du, und man weiß gar nicht, okay, was ist der Grund, warum rutscht man da rein? In deinem Fall war es ja so, dass du eigentlich ja einen guten Gedanken hattest, du wolltest ja was Positives eigentlich machen. Aber von außen sieht das immer anders aus. Ja. Es sieht von außen vielleicht auch sogar mehr richtig aus, als wie wenn man in diesem Wahn gefangen ist, in dieser Gehirnwäsche. An sich waren wir einfach nur viele verwirrte Menschen an einem verwirrten Ort, die verwirrte Sachen gemacht haben. Ich glaube, wir hatten jetzt mehrere Male Gänsehaut, jeder von uns. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir wirklich fast keine Fragen gestellt haben, sondern einfach nur... Ja, das ist echt krass. Also ich hatte währenddessen so viele Fragen, aber du hast durch deine Geschichte schon gefühlt alles beantwortet. Er hat alles beantwortet. Und wie gesagt, diese Erfahrung, die habe ich gerade mit euch eigentlich nur angeschnitten. Es gibt unglaublich viele Situationen, unglaublich viele Szenen, die ich nie wieder vergessen werde. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, wenn ihr möchtet. Es war Opferfest und ein etwas reicherer Syrer, der hat kleine Geschenke verpackt für die obdachlosen Kinder. Und ich war gerade, wie gesagt, ich war ja Logistiker, ich kam gerade vom Einkaufen und ich hatte Brot dabei und Tomaten und Zwiebeln. Und dann kommt dieser kleine syrische Junge zu mir und zeigt mit seinem Finger auf meinem Brot und will mir sein Paket geben. Und ich bück mich und will nett zu diesem Jungen sein. Ich gehe auf seine Augenhöhe und ich tue meine Hand auf seinen Kopf und frage ihn, magst du denn keine Schokolade? Auf Arabisch. Der hat große Augen gemacht und hat zu mir gesagt, doch, aber ich habe noch Geschwister, die auch hungrig sind und Schokolade macht uns nicht satt. Welches Kind tauscht Schokolade gegen Brot? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich hab's Schokolade gesehen. Schokolade mit Brot? Ja, Schokolade gegen Brot. Ein kleines Kind von 3-4 Jahren. Ein hungriges. Und es hat mich zerstört. Und ich gebe ihnen dieses Brot. Und innerhalb von einer Minute war ich umzingelt von vielen anderen Kindern. Und ich gebe den Tomaten und Zwiebeln und ganz komische Sachen, mit denen die eigentlich nichts anfangen können. Und die haben sich übel gefreut. Die Kinder, die leer ausgegangen sind, haben bittere Tränen geweint. Und diese Tränen, die vergisst du nicht. Tränen von Kindern vergisst man nicht. Und das ist eine Geschichte von unglaublich vielen. Krass. Also ich glaube, wir hatten alle Gänsehaut, aber wir danken dir für deine Geschichte und ich würde sagen, dann bitten wir nochmal den letzten rein. Dankeschön. Auf jeden Fall. Großes Dankeschön. Ich glaube, wir müssen gar nicht großartig drüber reden. Also mein Bauchgefühl sagt mir, der ist zu... Bauchgefühl? Ich sag zu 99,9, weil man weiß wirklich nie. Wir hatten schon, echt krasse Schauspieler, aber... Weißt du, was ich sage? Der erste, bei dem ist auch auf jeden Fall was Wahres dran. Meinst du? Ja. Ich glaube schon. Der hat Wahrheit gemischt. So Lügen. Der eine ist Millionen von Prozent. Wenn der Sachen erzählt, der hat mich aus der Haut fahren lassen. Wenn das jetzt geschauspielert wird, das wäre das Krasseste dieser Welt. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Also, Bruder, wir brauchen gar nicht darüber zu reden. Wir reden auch darüber, ne? Ja. Ich hatte das Gefühl gerade, ich bin vor Ort. Ne? Habt ihr auch so, wo der die ganze Zeit so erzählt hat, ich habe diese Kamera vergessen. Weißt du, wo ich war? Ich war in so einer Wüste. Ich war so bei Sand. Also auch so Wüste, ja. Sand. Kennst du den Film Afghanistan-Soldaten? Ja, genau so. Wallah, krass, ja, einfach krass. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, sondern bitten den letzten Teilnehmer noch rein, ne? Zwei serbische Soldaten sind am Mittwoch südlich von Belgrad bei einer Bombenräumung ums Leben gekommen. Vor 2 Monaten waren bei einem ähnlichen Zwischenfall schon einmal 2 Männer tödlich verletzt worden. Dann fangen wir an mit deiner Geschichte. Also ich heiße Dragomir, bin 26 Jahre alt und war bei den Chechnyans in Serbien. Es fing so an, ich wurde mit 13 abgeschoben mit meinem Vater, sind bei meiner Oma zugezogen und ich musste irgendwie Geld anschaffen. Bin in der Stadt gegangen und habe gehofft, dass mir anbietet einen Job. Auf jeden Fall kam ein Mann zu mir und meinte zu mir, was ich überhaupt hier will. Zum Glück konnte er Deutsch und so haben wir miteinander gesprochen. Auf jeden Fall meinte er zu mir, mach Entrümpelung, mein Keller und dann gebe ich dir was dafür. Bin da hingegangen, habe ich auch gemacht, ich war fertig.
Er meinte, alles, was drin ist, so Metall, Kupfer, konnte ich mitnehmen. Er war in ein Kartell und war der Chef davon. Die Chechniks, das sind serbische Nazis. Er meinte zu mir, ich habe einen Job für dich an der Grenze, was du schmuggeln. War das jetzt genau in Deutschland oder in Serbien? In Serbien. Ich musste schmuggeln nach Serbien. Okay, okay. Es fing an klein mit Zigaretten. Dann hat er weitergeguckt, ob ich das überhaupt packe. Dann wurde es immer mehr, ein Karton. Dann meinte er zu mir, okay, bist du bereit, dass du irgendwas anderes machst, dass du mehr verdienen willst? Dann meinte ich, okay, wieso nicht? Weil ich wollte wieder nach Deutschland und ich wollte was erreichen. Dann fing es an mit Drogen, also Cannabis. Hab damit angefangen, hab das gleiche Prinzip gemacht. Ich wurde gepackt. Von wem? Von der serbischen Polizei. So, war im Knast. Mein Chef hat mich wieder freigekauft, weil er Beziehungen hatte. Nicht mit der Polizei, sondern mit einem Präsident. Also so wie der Bürgermeister. Der meinte zu mir, okay, willst du noch mit mir arbeiten oder nicht? Ich meinte doch, okay, ich arbeite noch mit dir, ich brauche Geld, sonst kann ich ja nicht überleben. Irgendwann wurde es immer krasser. Es fing an, dass man Leute klaut, also kleine Mädchen klaut und die weiterverkauft. Entführt, meinst du? Entführt. Dass man die entführt und weiterverkauft. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt gerade? Ne? Aber okay, der hat mich ja aus der Patsche geholfen. Ich habe immer weitergemacht. Dann fing es an mit Organhandel. Herz, Leber. Es fing an mit Organhandel. Dann haben die mich gezwungen, dass ich einen Menschen töte. Ich habe einen Menschen getötet. Zu was wurdest du verurteilt? Ich wurde nicht verurteilt. Du wurdest vor dem Mord noch nicht verurteilt? Nein. Ich wurde gepackt, dass ich geschmuggelt. Du meinst, das ist dann schlau, hier mitzumachen? Deswegen maskiere ich mich auch. Also ich kann ja jetzt jeder identifizieren. Ja, okay. Aber ich habe eine andere Frisur und ich habe mich maskiert. Und außerdem, hier habe ich Schutz. Kannst doch abgeschoben werden. Ich kann nicht abgeschoben werden, weil ich möchte jetzt nicht diesen Grund sagen, wieso ich nicht abgeschoben werde. Bei einem Mord gibt es keine Sicherheit. Du kannst gehen, wohin du willst. Ja, ich weiß, deswegen. Okay, wir danken auf dir auf jeden Fall für die Geschichte. Dankeschön. War eine gute Message. Dankeschön. Dann würde ich sagen, beraten wir uns kurz, ne? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist zu 100% der Terrorist. Zu 100%. Das ist ja wirklich. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Nein, also wir brauchen gar nicht drüber nachdenken. Also erstens natürlich auch aus dem Grund, weil wir davor die Geschichte gehört haben. Aber selbst wenn die Geschichte davor nicht gewesen wäre, er hat sich so widersprochen und es hat alles so keinen Sinn gemacht. Also lass einmal festhalten, für wen wir tippen. Was sagst du? Welche Bruder, Person? 1, 2 oder 3? Auf jeden Fall für den Dritten. Was sagst du, Bilal? Million von Prozent, ich gehe mit denen. Was sagst du, Jihad? Wenn das nicht der Dritte ist, ich bin der. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber reden. Also ich bin auch safe für den Dritten so. Geschichte war krass. Wenn das ja jetzt wirklich nicht ist, ne, dann hatten wir den krassesten Schauspieler überhaupt. Dann würde ich sagen, machen wir die Auflösung. Ja. Der echte Terrorist, wir müssen immer noch realisieren. Es ist Ex-Terrorist. Einfach, oder Ex-Terrorist. Oder aber es ist einfach ein echter Terrorist so. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so früher, man hat nur Berichte gesehen, dies, das, jetzt haben wir hier einen echten Terrorist. Deswegen würde ich sagen, so einmal der echte Terrorist sich hinsetzen und anfangen zu reden. Ich würde sagen, wir drehen uns auch einmal um und danach setzt sich der Richtige hin. Das war klar. Guck mal, wie krass schön diese Ausstrahlung. Dankeschön. Auch krass, nochmal ohne Maske zu sehen. Ja, Mann. Erstmal riesen Respekt für deine Geschichte. Krass, dass du hier mitgemacht hast. Ich denke mal, wir waren uns alle klar, dass deine Geschichte der Wahrheit entspricht. Und ich hoffe, dass die Zuschauer sich auch vieles mitnehmen können. Ja, falls ihr Interesse habt, ich habe meine Geschichte nochmal richtig ausführlich erzählt. Die könnt ihr bei Philipp Schlaffer gucken. Hier nochmal Grüße an Philipp. Ich habe, wie gesagt, vieles angeschnitten. Da hatte ich 6-7 Stunden Zeit, das zu erzählen. Das geht über mehrere Streams, wenn sich jemand meine Lebensgeschichte genauer angucken will. Ex-Rotlichtrocker auf YouTube. Und ja, ich hoffe, dass ich euch was Positives mitgeben kann, auch wenn es negativ behaftet ist. Das ist auch krass, weil wenn man dich jetzt so sieht, man würde dir das ja niemals so zutrauen. Er sieht aus wie ein ganz normaler. Aber man sieht in seinen Augen, er hat vieles hinter sich.
Ja. Ja, aber so würde man es ja niemals, deswegen... Sowas nicht, ja. Schon echt, echt krass. Aber das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es ist leider die Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass es heute noch unglaublich viele Konsequenzen gibt. Ich war zum Beispiel verheiratet. Die Eltern dieser Frau haben mich nie akzeptiert. Das stand auch oft zwischen uns, meine Geschichte. Ich habe ihr meine Geschichte nach dem zweiten Date erzählt. Es gibt immer noch von ganz vielen Seiten Gegenwind. Ich als Mensch werde nicht von jedem akzeptiert. Und das ist auch okay so. Respektiere ich. Ich lasse halt nicht zu, dass man mich angreift, aber ich respektiere es. Krass. Krass. Bravo, man hat auf jeden Fall. Danke. Sonst, man hat gar keinen Bezug dazu, weißt du? Und jetzt ist es einfach... Es ist halt eine Geschichte... Die traurig ist. Genau, traurig, aber leider sehr häufig. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich. Und ich kenne teilweise auch Hinterbliebene von Menschen aus Syrien, die nicht zurückgekommen sind, ihre Eltern. Wenn man so eine Entscheidung trifft, ob es jetzt die Jamwa ist, ob es jetzt die PKK ist oder sonst irgendeine andere Terrorgruppe, man nimmt seine Familie mit, man nimmt seine Freunde mit. Man kann so oft sagen, wie man will, man hat mir vergeben, man hat mir verziehen, aber irgendwo bleibt es. Und wenn es bei den Menschen vergessen ist, passt. Aber bei mir wird es nicht vergessen sein. Heute Abend werde ich zum Beispiel nach Hause gehen. Einiges wird wieder hochkommen. Es dauert jetzt wieder ein paar Tage, bis ich wieder der Alte bin. Ich bin jetzt das zweite Mal bei jemandem zu Gast. Das bist du. Krass. Und dich habe ich ausgewählt, weil ich denke, dass die Menschen, die mir zugucken, gerade in dem Alter sind, wo die vielleicht eventuell solche Entscheidungen treffen könnten. Und da denke ich, bist du der Richtige, um dieses Publikum zu erreichen. Und nein, ich danke dir dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier meine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen. Es ist so, man ist in einer Dynamik gefangen. Diese Dynamik kann man wirklich nicht kontrollieren. Es wird von anderen Menschen kontrolliert. Man ist als Mensch nichts mehr wert, theoretisch gesehen. Man ist sowas wie eine Nummer, eine Zahl, eine Kampfkraft. Das war meine Geschichte. Umso mehr ich versucht habe, mich aus dieser Situation zu winden, zurückzugehen zu meiner Mutter, auch wenn es nur das letzte Mal ist. Und ich habe an diese Sache geglaubt. Es ist ja nicht so, dass ich nicht an diese Sache geglaubt habe. Umso tiefer bin ich reingekommen und ich konnte nichts dagegen tun. Bei mir war damals zum Beispiel, die YouTube-Videos haben mich recht radikalisiert. Die haben mich heiß gemacht. Ich habe gesehen, boah, wie die kämpfen und stürmen und tun und lassen, geile Leute und Assad, der kriegt's voll ab. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Video anzugucken ist etwas und in diesem Video zu sein. 360 Grad, man spürt den Schutt unter seinen Schuhen, man riecht den Staub und das Feuer in der Luft. Und das haben die immer gesagt, der ist no escape, also es gibt keinen Ausgang. Keine Flucht. Keine Flucht. Aber auch eine Sache muss ich sagen, ich habe mir dieses Schicksal selber gewählt. Kein Mensch hat mich gezwungen. Ich habe mich selber dafür entschieden. Du hast ja jetzt selber eine Gehirnwäsche gemacht. Sozusagen. Nee, ich habe akzeptiert, dass man mit mir eine Gehirnwäsche macht. Also das heißt, ich hätte eigentlich... Du hast es zugelassen. Ich habe es zugelassen. Ich habe es willkommen zugelassen. Ich wollte es. Ich habe mich bestätigt gefühlt mit dem, was ich früher immer gedacht habe. Was man nicht vergessen darf, jetzt klärst du auf, du wirkst Positives. Ich hoffe. Und ich denke, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Ne? Vor allem das Ding ist auch, es ist ja wirklich so, es wird nie positiv enden, wenn du dich entscheidest, sowas zu tun. Also es kann nie positiv enden. So. Richtig. Du stirbst oder du landest im Knast. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht drüber zu reden, dass man ins Paradies kommt, wenn man sich endgültig dafür entscheidet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ins Paradies kommt, wenn man drüber nachdenkt und dann versucht, Positives zu bewirken, so wie du es gerade tust. Versuch mal doch einfach mal, das, was kommt, einfach mal wegzutun und im Jetzt zu leben. Lass mich doch heute mein Leben zum Paradies machen, soweit ich kann. Ja. Lass mich meine Lieben, soweit ich kann, trösten und zu schätzen wissen, was ich eigentlich habe. Und wie gesagt, man nimmt seine Familie und seine Freunde mit, ob man will oder nicht. Das ist, wenn man sich selber scheißegal ist, passt, ist halt so. Aber schade nicht noch den Menschen, die dich eigentlich lieben. Sehr gutes Abschluss, würde ich sagen. Boah, an der Stelle nochmal, ey. Krass. Also ich bin immer noch geflasht. Ich denke mal, wir hatten alle Gänsehaut. Ja. Schlaf heute nicht. Ohne Spaß. Wollen wir vielleicht nochmal alle Kandidaten reinbitten? Ja, genau. Auch die anderen Schauspieler. Aber da sind doch unsere Schauspieler. Ist von euch irgendwas wahr gewesen? Also von meiner Geschichte war 90% wahr. Hast du gesehen? Wie 90% wahr? Voilà. Es war halt nur erfunden, das mit dem Anschlag und ja. Also du warst kein Terrorist, aber... Nein. Was? Krass, hä? Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Man hat das gemerkt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Nein, das ist meine Geschichte. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich bin wirklich damals abgeschoben worden und habe im Kosovo gelebt, gehöre auch zur Roma-Community. Krass. Und ja, bin dann eine auch... Eine Frage,
Waren deine Tränen echt oder hast du das extra gemacht? Natürlich waren die echt. Ja, die waren echt, weil es dann deswegen... Und ich dachte die ganze Zeit, was für ein krasser Schauspieler. Nein, also ich hab da von der Zeitspanne zwischen 10 und 15 das alles erlebt. Und ich bin auch selber, auch alleine, habe ich mir einen Weg gemacht von Kosovo nach Deutschland wieder herzukommen. Das heißt, es war einfach nicht gespielt. Ich war auch in Ungarn im Knast. Ich war gar nicht auf klar, ne? Ich dachte die ganze Zeit, boah, krasser Schauspieler, der fängt ja einfach an zu heulen. Also ich war wirklich, das ist mir wirklich passiert, außer halt das mit dem Terrorismus halt. Wenn ich was dazu sage, dann sind sechs alle geschockt. Ja, sag du mal. Jetzt geht's los. Ja, wenn deine Geschichte jetzt wahr ist, ne, dann... So, erstmal, die Geschichte ist nicht wahr. Ja, ja, okay. Aber seine Geschichte, ich bin der Bruder. Ach, krass. Wow! Du bist von ihm? Ja, ich bin der ältere Bruder. Der ist der Bruder von dem und er hat gesagt, erzählt von ihm, aber richtig. Er jünger ist. Richtig. Krass. Er ist der Ältere. Also das, was wir erlebt haben mit Abschiebung und so alles, das stimmt. Alles, was er gesagt hat mit der Abschiebung und was wir da erlebt haben, außer mit diesem Anschlag. Googelt unser Name, dann könnt ihr unsere ganze Geschichte wissen. Wir waren noch nie in Chetnik und ich bin auch kein Hater und... seid immer gut zu den Leuten, vergiss das nicht. Warum lachst du? Bruder, ich habe von A bis Z irgendeinen Scheiß gelabert. Ich wollte jetzt nicht wie Al-Qaida irgendwas sagen, was jetzt zu auffällig wäre. Ich dachte, vielleicht macht das ein bisschen Sinn. Hab irgendeinen Scheiß gelabert, Bruder. Ich musste lachen, ich musste die ganze Zeit auch lachen. Ich kenne nicht einen Armenier, ich habe irgendwas gelabert, keine Ahnung. Aber bist du selbst Armenier? Bruder, ich bin Türke. Ey, warte, so. Eine Frage. Krass. Aber dafür hast du es sehr stark gemacht. Oder ich habe auf YouTube so eine Doku gesehen über Armenier. Ich habe das kurz anguckt gehabt. Da dachte ich mir, okay, kein Rassismus gegenüber anderen Ethnien und so. Das war ernst gemeint, ja. Auch generell, es gibt manche Leute, die kriegen Rassismus ab, nur aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft. Safe, 100%. Wenn du ein guter Mensch bist, dann hast du das Recht, wie ein guter Mensch behandelt zu werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das Wichtigste. Mhm. Aber der Rest war komplett gelungen, Bruder. Also das, ja. Safe. Die Message ist heute eins. Ein spezieller Lob geht an meinen besten Freund Toni. Ich danke dir. Toni hat mich wirklich 5 Jahre lang therapiert, bis ich mich irgendwann mal getraut habe, auch dann offen zu sprechen. Er saß wirklich stundenlang mit mir und hat gesagt, Izzy, du musst da raus, du musst deine Geschichte erzählen, du musst aufklären. Er hat immer an mich geglaubt und deswegen, er ist auch YouTuber, TNGY. Ganz tolle Grüße und danke dir, Toni. Du hast was gemacht. Guter Mann, Toni. Ja, eigentlich hat schon mein Bruder das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich mache halt TikTok auch. Ich heiße dann Nace_Baby. Kannst du singen? Nein, aber ich mache Rap. Kannst du kurz was Kleines vorhören? Nein, Bruder, nein. Zu meiner Verteidigung. Ich habe jetzt seit 36 Stunden nicht geschlafen. Ich habe heute für meinen Sohn hatte ich eine Feier. Mein Bruder ist spontan gekommen. Ja, dann habe ich ihn mitgenommen. Ne? Und so ist die ganze Sache halt hier dann ja, passiert. War sehr stark. Richtig stark. Ich hätte echt nicht gedacht, dass deine Story der Wahrheit ist. Nein, spricht, ne? Ehrlich, also wie gesagt, meinen Weg, den habe ich wirklich alleine gemacht und wirklich von Kosovo nach Ungarn erstmal angekommen und dann war ich da auch wirklich aber auch im Knast. Dann gab es so Verhandlungen mit Deutschland und da gab es so einen sogenannten Asyltransfer und so bin ich dann wieder hergekommen halt. Heftig. Ja, auf jeden Fall alles krasse Geschichten gewesen. Ich hoffe, dass die Geschichten natürlich auch zur Aufklärung dienen. Ne? Ich denke mal, das haben wir jetzt durch das Video geschafft. Check die bitte alle unbedingt aus, alles von denen auch in der Beschreibung. Ich mache Account auf Privat. Teilhab, Bilal, Jihad. Ich küsse euer Herz. Und alles von denen in der Beschreibung. Und ja, Freunde, wie gesagt, denkt dran, Hass wird niemals gewinnen. Ne? Ich bin ein Mensch, ich sage... Darf ich was sagen? Ja. Mach bitte Bollywood-Musik. Mhm. Hass bekämpft man mit Liebe. Yes. War der gut? War gut, war sehr stark. War sehr stark. Voilà. War sehr stark. Voilà. Die Message ist richtig, definitiv. Ja, die Message ist richtig. Die Message ist richtig. Nein, deswegen, Freunde, wie gesagt, sehr, sehr krasse Folge. Auch immer krass, was wir für neue Persönlichkeiten hier kennenlernen. Denkt dran, checkt die neue Sidejeans-Kollektion. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.